Angelfreunde. Ich begrüße euch hier mit dem Uwe Früchte zu einem neuen Angelvideo bei Big Fish Media. Wir sind hier am großen Fluss und es werden so ein bisschen, wie soll man sagen, Kindheitserinnerungen bei mir wach, weil hier habe ich auch angefangen zu angeln an diesem großen Fluss. War jetzt schon lange nicht mehr hier, aber der Uwe ist hier regelmäßig unterwegs. Und deshalb hat er mich eingeladen hier und ich bin natürlich besonders neugierig. Und was angeln wir heute? Heute geht's auf Aal. Geil. Aal angeln am großen Fluss, so wie früher, das funktioniert auch heute noch? Das funktioniert heute noch und hat auch schon vor 30 Jahren funktioniert. Ja, super Thema, finde ich äußerst spannend. Der Uwe hat jetzt schon sein ganzes Angelgerät hier hingebracht. Es hält sich ja in Grenzen, aber mit einem schönen Trolley. Das ist auch sinnvoll, weil man hier am großen Fluss ja mal häufiger längere Wege zurücklegen muss. Ja. Und jetzt müssen wir auch das Angelgerät aufbauen. Was mir jetzt direkt aufgefallen ist, wir sind hier an einem Kiesstrand, Sandstrand, kann man so sagen. Ja. Und also ich habe früher immer auf der Buhne geangelt, muss ich sagen. Wir machen heute am Kies- und Sandstrand. Aber ich habe deine Rutenhalter nicht gesehen. Nee, die kannst du auch nicht gesehen haben, weil ich habe ein spezielles Pott bei aus unserem Meeresprogramm. Ah ja, okay. Und meiner Meinung nach, ich habe früher nur mit Rutenhalter geangelt. Ja. Aber jetzt halt mit dem Pott und ich will nichts anderes mehr haben. Also Brandungsrutenhalter, Brandungsrutenpott am Fluss, beim Flussangeln. Genau. Und sollten mal viel mehr Süßwasserangler auch drauf eingehen, weil die Ruten stehen so bombenfest und ruckzuck aufgebaut. Bevor wir auf Taktik und Köder und alles andere eingehen, baut der Uwe jetzt erstmal seinen Pott hier auf, denn darauf bin ich auch sehr neugierig. Los, Uwe. Alles klar. Mensch, Uwe, das ist wirklich ein geiles Teil, das Aquantic Beach Pot. Ja. Super Sache. Ja, da brauchst du auch keine Angel von deinem Boden hauen und stellst das hin. Und dann steht das, ist ausgelegt für zwei Routen. Ja. Und ist bombenfest. Oder ein Tipp aber noch: hier unten ist ein Haken dran. Und ja, hier nochmal abspannen mit einem Hering. Ja. Oder ich mache immer halt, ich habe schon so einen Stein besorgt. Okay. Ich lege einfach hier hinten einen Stein drauf. Und dann ist das noch mal fester, weil im Rhein kann ja auch schon mal ein Waller drauf gehen. Klar. Und dann geht der Ding sonst auch fliegen. Ja, aber so hält's bombensicher. So hält's bombensicher, da passiert gar nichts. Uwe, am Ende hauen wir so einen Beachpot raus für die User. Komm. Ja, können wir machen. Na gut, Gewinnfrage wie immer am Ende, also dranbleiben. Uwe, jetzt erstmal Routen klar machen. Ja, ich bin heiß. Du hast ja jetzt die Montage schon vorbereitet, habe ich gesehen, und es ist eigentlich alles so richtig schön einfach, oder? Das ist total simpel, ja. Ja, also ich habe gesehen, irgendwie, aber ein schweres Blei müssen wir haben, ne? Ja, hier am wilden Fluss muss man halt hohes Gewicht dranhängen. Man sollte auch verschiedene Gewichte bei haben, weil die Strömung ist immer anders. Aha. Mal reichen 80 Gramm aus, aber du musst auch manchmal mit 140 Gramm fischen. Wie viel haben wir heute? Ich habe jetzt hier mal 113 Gramm dran. Ich probiere das mal aus und gehe eventuell nachher noch höher. Ganz normal an einem Federboom. Ja, ganz normal. Ja, ich fische halt mit dem Federboom, weil dann habe ich mehr Flexibilität hier drin und kann sich besser drehen in der Strömung. Ja. Einen normalen Wirbel und dann halt einen Aalhaken. Ja gut, ich habe jetzt hier Zweier heute dran. Ah, sind schon groß, habe ich gesehen. Sind groß, aber ich habe die Erfahrung gemacht, in den letzten Malen, wo ich angeln war, habe ich mit Achterhaken gefischt und sind mir die Aale oft abgehauen oder ich habe sie nicht gekriegt. Krass. Bin auf größere Haken umgestiegen und habe sie dann gekriegt. Okay, deswegen. Ja, es schien mir schon sehr groß. Aber wenn du damit gefangen hast, wer fängt, hat recht. Ja, genau. Montagen habe ich jetzt gesehen. Jetzt fehlt noch der Köder. Was hast du dabei? Der ist hier drin.
Ich denke mal der Klassiker, oder? Das ist der Klassiker, wo ich immer schon mit geangelt habe, und zwar unseren guten, altbewährten Tauwurm. Ja. Ja, der ist sogar richtig fit hier. Ganz normaler Tauwurm, das ist der Allround-Aalköder. Und der klappt auch immer noch wie früher. Natürlich, ja. Ja, und jetzt kannst du uns eigentlich im nächsten Schritt mal zeigen, wie du den anköderst. Kann ich machen. So, dann ködere ich mal den Wurm auf. Als kleinen Tipp, ich ziehe die Würmer einmal komplett einmal lang über den Hakenschenkel. Das heißt, ich schiebe den jetzt komplett hier drüber. Bis es nicht mehr geht, dann picke ich den Haken einmal raus und ziehe den Wurm vorne über die, ja, wo der Haken angebunden ist. Und das Ende drehe ich dann noch mal ein paar Mal auf und lasse den dann so ein kleines bisschen hinten zuckeln, den Schwanz. Mhm. Und wichtig ist, Hakenspitze raus. Das juckt dir keinen Fisch am Rhein. Okay. Wenn die den Köder finden, die wollen den fressen, die haben keine Chance. Aber der hakt dann besser, ne? Der hakt dann besser, genau. Und dann sieht das ganze Spielchen so aus. Ja, und dann geht es jetzt rein ins Wasser. Genau, Ruten rein ins Wasser. Ich meine, ist noch ein bisschen Zeit wahrscheinlich. Also, was ich noch vergessen habe, die Würmer pimpe ich noch auf mit unserem Attraktorspray. Okay. Können wir ja auch noch mal kurz zeigen. Mach mal nachher mal, genau. Genau. Aber Tauwurm nach wie vor der Superköder. Richtig. Was fehlt jetzt noch? Ah, jetzt fehlt noch das Glöckchen. Ach ja. Und ein Knicklicht, weil ich ja auch nicht mehr der Allerjüngste bin und jeden Biss mitkriegen möchte. Und von daher... Das klassische Aalglöckchen. ...kommt da jetzt ein kleines Doppelglöckchen dran und die sind auch speziell für Federruten. Ah, also für die dünne Spitze auch geeignet. Für die dünne Spitze. Ich mache jetzt die Knicklichter, mache ich jetzt auch schon fertig, weil ich keine Lust habe, im Dunkeln da noch rumzufummeln. Ja. Deswegen jetzt schon. Und hängt. Ist ein Aal. Weiß ich noch nicht, aber hängt. Ah, nichts Großes, glaube ich. Oder? Oh. Ja, ist auch eine Heavy-Feeder-Route, ne? Darfst du nicht vergessen. Ja, ja. Könnte der erste Aal sein. Sehr gut. Ja, ich bin gespannt. Na, das wäre ja was. Noch im Hellen ein Aal. Und? Jawohl. Aal. Ist es einer? Was? Uiuiui, der darf ja nicht verloren gehen. Yeah, Uwe, hast du nicht zu viel versprochen? Noch hell. Und das noch im Hellen. Da ist er. Ja. Das ist halt ein Aal, ne? Jetzt rein in die Tonne damit. Ja. Leicht hat er das getan. Oh nee. Ist er drin in der Tonne und die Finger eingesaut. Das gehört beim Aalangeln dazu. Ich mach mir mal in die Petri. Finger sauer. Vieles ist ja ganz klassisch, so wie ich es von früher kenne, Uwe. Nur die Ruten. Also du hast jetzt hier nicht so die, wie soll ich sagen, den schweren Grundprügel dabei, den man so vom Aalangeln oder den ich auch vom Aalangeln am großen Fluss von früher noch kenne. Du hast Federruten, ne? Ich habe Heavy-Federruten. Heavy-Federruten. Ja, ich fische die von Ems Range. Aha. Das sind die High-End-Vision-Routen. Okay. Und die haben Wurfgewicht bis 230 Gramm. Mhm. Jetzt fragst du dich bestimmt, warum fischst du hier mit Federruten? Genau. Ganz einfach, an den Federruten erkennst du viel besser die Bisse. Auch wenn da mal eine Grundel oder so am Haken rum, und das ist häufig, rumschnappt, das ist sehr oft, kriegt man dann mit den schweren Grundruten gar nicht mit. Ja. Und du angelst und angelst und angelst und wunderst dich, warum nichts fängst, drehst dann Rut rein, Wurm ab. Köder ab, ja. Und so an den Federruten erkennst du, kriegst du wirklich jeden kleinen Zupper mit. Ja. Und, also da ist Sensibilität doch Trumpf, ne? Sensibilität ist Trumpf und
Ich bin einfach von den Federrouten überzeugt am Rand. Ja, ja. Das ist eigentlich... Sieht auf jeden Fall super modernes, aus. Das ist moderne Routen zum alltäglichen Aalangeln. Stimmt. Oh, da war schon wieder ein Zupfer. So, und so ein Tipp für alle Angler, die an einem Fluss angeln, also vor allen Dingen auch nachts. Ja. Ganz wichtig ist immer eine Kopflampe. Das klar, ist das A sonst sehe ich nichts. Sonst siehst du nichts. Dann habe ich immer noch eine zusätzliche kleine Lampe bei, die kann ich mir hier dazwischen stellen. Dann habe ich immer so ein bisschen Licht rundum. Ah ja, okay. Gerade wenn man irgendwo in Buhn fällt oder an dem Buhn angelt, wo viele Steine liegen. Ganz schnell ist einmal passiert, dass ich da einmal lang machst. Ja, ja, das kann Licht übel ausgehen. Viel besser. Ja. Und meine persönliche Meinung, seit 30 Jahren immer einen Lappen dabei haben. Ja, immer. Stimmt. Besonders für einen Aal. Wenn ich einen Lappen vergessen habe, fahre ich nach Hause, gehe einen Lappen holen. Ohne Lappen gehe ich nicht angeln. Also Jungs, Fluss. Lappen dabei haben. Ja. Also ich mache eine Kontrolle, Köderkontrolle, weil fließend Fluss hier oder an dem Fluss müsst ihr alle Viertelstunde, 20 Minuten nachgucken. Meistens sind die Würmer dann weg. Von den Grundeln. Von den Grundeln weggeschossen, ja. Gucken wir mal nach. Ja, hier fehlt auch von hinten was. Ne? Da fehlt schon eine Menge, ne? Ja, ja, da war ja hinten ein ganzes Stück Schwanz noch dran, haben sie schon wieder weggeholt. Ne? Mann. Jetzt habe ich aber einen Kamerad und jetzt ist Beißzeit. Ist Wahnsinn, es ist noch nicht mal dunkel. Das ist ein richtig dicker. Ja, meinst du? Manchmal ist das so, ne? Dann beißen die auch im Hellen. Boah, Alter. Der macht ein bisschen mehr Druck. Oh, der macht ein bisschen mehr Druck. Ne? Wahnsinn. Ich glaube, ich muss auch wieder Aal angeln am Fluss. Nicht, dass der sich noch festsetzt. Der hat ein bisschen mehr Power. Alter, wo ist der denn hingegangen? Guck mal, hat der die Strömung runtergegangen. Ja, ja. Da darfst du auch keinen Meter Schnur geben, ne? Nee. Oh, Alter. Der ging nicht gebremst. Ach, du hier, Mini. Das ist ein richtig guter. Boah, ja, der ist wirklich gut. Der ist doch nicht müde. Nee. Jetzt hat er verloren. Alter, Kescher in Uwe. Ja, ich bin noch dabei. Rein damit. Jawohl. Uwe, das gibt's ja nicht. Was eine noch Schlange. Den zweiten. Jetzt was eine Schlange. Der ist auf jeden Fall größer als der andere. Jetzt ist auf jeden Fall Beißfenster eröffnet, glaube ich. Geil. Ich hab ihn gebändigt. Ja, noch. Halt dich. Das ist eine gute Schlange. Der ist gut, ja. Wahnsinn, auf Tauwurm. Beißfenster eröffnet auf Tauwurm und mit dem Attraktorspray. Nicht zu vergessen. Krasses Vieh. Für Leute, die jetzt zum ersten Mal an so einem großen Fluss unterwegs sind, ist es natürlich eine ziemliche Wasserwüste. Die fragen sich wahrscheinlich, wo muss ich überhaupt hingehen? Was hast du da für Tipps? Ja, am großen Fluss, also ich versuche immer in der Nähe von der Strömungskante zu fischen, weil sich da halt am meisten die Fische aufhalten. Ja. Was natürlich super gut ist, wenn man irgendwie eine App auf dem Handy hat, wo man auch die Gewässertiefen angezeigt bekommt. Anhand dessen kann man dann halt gucken, wo sind vielleicht nochmal Vertiefungen. Also Unebenheiten. Unebenheiten, so, ja. Dass man in diesen Bereichen fischt. Ansonsten nicht direkt auf dem Buhnenkopf. Immer ein bisschen weiter vom Buhnenkopf wegbleiben, weil die Steinpackungen gehen halt noch ziemlich weit ins Wasser rein. Ja. Und wenn du da zu nah ranfischst, dann reißt du einen nach dem anderen ab. Ja. Darauf sollte man achten. Und ansonsten ausprobieren. Ausprobieren, ja. Genau. Raus ans Wasser und nicht auf der Couch. So ist es. Da kann man keinen Fisch fangen. Genau. Nummer 3, Uwe. Nummer 3. Ich fass es nicht. Und das ist ein richtig guter, glaube ich. Yes, des Kingers. Ja. Oh. Also mit dir darf man nicht Aal angeln gehen, da sieht man schlecht aus.
Ey, was ist denn? Wels! Wels? Wahnsinn! Kann doch wohl nicht wahr sein. Was du alles fängst heute. Ja, der hat ausgesehen wie ein großer Aal erst. Hat sich auch so angefühlt. Ist zwar ein kleiner, ja, aber immerhin Wels. Und nächste Fischart. Ja, heute läuft es, oder? Ja, der Wels wird ja auch immer mehr, ne? Ja, ja. Aber ein schöner. Ja, klein, aber fein. Ja. Wir haben ja jetzt eigentlich schon richtig abgeräumt hier. Aber die gute Zeit war ja eigentlich noch nicht, ne? Wie ist denn das deiner Erfahrung nach? Wann geht's denn los? Also, ich sag mal, wenn dunkel wird, so um 10 Uhr, heute, also wir haben ja jetzt Vollmond, dann wird heute ein bisschen später dunkel. Also normalerweise so ab 10 Uhr oder sagen wir mal 11 Uhr, dann geht's eigentlich richtig los, ja. Und wie lange dauert das dann? Ich sag mal, wenn du gar keinen Biss bis 1 Uhr hattest oder so nachts, dann kannst du eigentlich hier am Fluss einpacken und dann nach Hause gehen. Dann hast du keinen guten Tag erwischt. Mhm. Aber jetzt, mich wundert selber, dass wir jetzt schon zwei Aale im Hellen gefangen haben und sogar noch den Wels hinterher. Ich bin mal gespannt, wenn gleich dunkel wird, ob dann noch mehr geht. Aber ja, wir haben ja schon gut. Wir haben ja schon gut. Ja, ja, wir haben schon gut, aber normalerweise, wenn die jetzt so im Hellen schon beißen, dann muss hier gleich richtig rappeln. Na, hoffen wir mal. Ja. Andere Route. Ja, ja. Und? Nicht gekriegt. Oh, schade. Hast die eine in der Hand, kriegst du auf der anderen. Kriegst du woanders ein Biss. Liebe Leute, unsere Angelzeit hier ist vorbei. Als es dunkel wurde, da ging es mit den Bissen richtig ab. Also wir hatten ja im Hellen hatten wir ja Fisch, aber nicht so viele Bisse. Und im Dunkeln, da hatten wir massig Bisse, aber keinen gehakt bekommen. Ja, alle ganz spitz. Ja, ganz komisch, ne? Ja, ja, haben wirklich zwei, dreimal gezogen, ja. Aber bis man an der Route war, war es schon wieder vorbei. Ja, seltsam, ne? Ja. Woran kann es liegen? Vielleicht an dem da oben, ja, an dem Kamerad. Vollmond. Ja, gut. Vollmond ist nie so gut auf Aal, aber. Ja. Naja, aber wir haben ja gefangen. Ich, also. Ich habe auch schon bei Vollmond gefangen. Also, ja. Ist jetzt nicht so, also haben wir wirklich gut gefangen. Zwei, ja, so schöne Aale, dann noch ein Wels. Da kann man sich nicht beklagen. Nee. Und jetzt sind wir also so ziemlich am Ende hier, im wahrsten Sinne des Wortes. Es gibt aber noch das Gewinnspiel für den versprochenen Beachspot von Aquantik. Und die Gewinnfrage, die stellt euch jetzt der Uwe. Genau. Wie viele Routen kann dieses Spot aufnehmen? Genau, das haben wir im Video mehrfach gesagt. Oder du hast es gesagt, wie viele Routen das Ding ausgelegt ist. Und die richtige Antwort, wie immer, hier unten in die YouTube-Kommentare reinposten. Und dann darf sich einer über dieses richtig, ja, wie soll man sagen, praktikable Pot fürs Meeresangeln und fürs Aalangeln hier im Fluss freuen. Uwe, ich würde sagen, du hast mir richtig was gezeigt hier. Klassisches Aalangeln funktioniert auch 2021 immer noch. Ja. Wir haben tolle Fische gefangen. Ich habe auch mal wieder richtig Bock bekommen hier auf den großen Fluss. Und, aber jetzt ist Zeit nach Hause. Ich, ja, muss ins Bett. Ich bin auch müde. Genau. Also, viel Spaß beim Aalangeln wünschen wir euch. Petri Heil, macht es gut. Ciao, ciao. Ciao.